Prickelnd. Oh, ich mache jetzt mal Licht an. Pass mal auf. Durchdrücken. Hell. Warte, Weißabgleich funktioniert gleich. Geht gleich los. Sieht man jetzt eigentlich, wie dreckig meine Brille ist? Ich sehe es zumindest, wenn ich durchgucke und ihr guckt da drüber hinweg. Der Moment, wenn man zur Senseo geht und seinen Kaffee abholen will und feststellt, dass gar keine Tasse drunter steht, war jetzt alles im Auffangbehälter gelandet. Leute, ich bin so verpeilt. Ich habe das gerade mit einer Kundin geschrieben, beziehungsweise mit Ute, die eins meiner Verlosungen aus den Kreativvideos gewonnen hat. Mit der war ich ein bisschen im Kontakt. Da habe ich mal eben glatt die falsche Standsform mit reingepackt. Oh, Ute, es tut mir so leid. Aber wir haben ja schon öfter mal miteinander geschrieben. You know what I mean when I say I am Kirre. Ich bin so verpeilt im Moment. Es geht ja auf den Urlaub zu und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, obwohl ich ja auch weiterarbeiten werde, weil Celebration starts. Well, started. Ach, ich sollte aufhören mit Lünglisch. Die Celebration startet ja. Und ihr wisst das ja, wenn wir in Dänemark sind, ist das ja quasi wie zu Hause. Da arbeite ich ja auch weiter. Das heißt, das ist auch mit Sven abgesprochen. Der springt ja sowieso gerne mal morgens ins Wasser und ich bin ja nicht so die Badetante. Oder begibt sich auf Fototour und er will Schnorchel und GoPro ausprobieren für nächstes Jahr Karibik. Hawaii hat ja nicht geklappt. Und und ich stehe hier und weswegen bin ich so kirre? Erstens stehen hier Kartons, beziehungsweise Postkisten. Ich habe das alles im Postkisten drin für den Workshop to go. Und ich werde leider nur ein Teil packen können im Moment, weil mir fehlen nicht nur die Blending-Pinsel, die auf Nachlieferungen sind, sondern auch mittlerweile Stanzformen, die waren nämlich auch nicht mit im Paket, die sind auch auf Nachlieferungen und 9. August. In der Woche ab dem 9. August und das ist unsere erste Urlaubswoche und selbst wenn ich im Urlaub arbeite, das kann ich nicht machen, weil I am in Dänemark. Nee, I will be. Ich werde in Dänemark sein zu der Zeit. Das tut mir echt leid, aber ich hätte es dann auch tatsächlich nicht zum 31.07. bedienen können. Was aber auf alle Fälle bei euch am 31.07. ankommt, ist das Videotutorial. Ihr könnt euch das schon mal angucken oder aber ihr speichert euch die E-Mail. Bitte die unbedingt aufheben irgendwie, weil da der Link für das Video drin ist, damit ihr auch später darauf nochmal zugreifen könnt. Die werde ich euch am 31.07. werde ich euch das zur Verfügung stellen und das Materialpaket kommt ein bisschen später. Es tut mir unendlich leid, aber das habe ich auch von Anfang an gesagt. Wir sind da ein bisschen auf die Vorräte bei Stampin' Up angewiesen und es war nicht angekündigt, als ich diesen Workshop to go ins Leben gerufen habe, dass das passiert. Außerdem hatte ich gedacht, wenn es eh fast einen Monat läuft oder wir noch 14 Tage haben, dass wir auf alle Fälle Nachlieferung bedient bekommen. Das ist jetzt leider nicht so, aber ich hoffe dann sofort nach dem Urlaub die restlichen Materialpakete packen zu können. Es gibt viele, die haben nur das Videotutorial gebucht, die betrifft das nicht. Es betrifft auch nicht die, die in dem ersten Schwung der Bestellung mit drinne sind. Ich kündige das nur nochmal an. Ich weiß noch nicht, wie ich das wirklich, ich werde das wahrscheinlich in die E-Mail mit dem Videotutorial packen, damit ihr nicht irritiert seid, weil wenn ich jetzt jeden Einzelnen dann davon, das sind so viele Pakete, Leute. Ich muss das im Allgemeinen fassen. Workshop to go ist das Stichwort. Ich habe gerade in meine E-Mails geguckt und es kam auch schon die Anfrage und ich wollte es ohnehin in diesen Vlog mit reinpacken. Ich habe mich für das Produktpaket entschieden, mit dem wir den nächsten Workshop to go im Oktober machen werden. Und zwar, ich habe es vergessen, ich habe die Karten zwar hier, ich kann euch noch nicht mal den Katalog zeigen. Das ist mein Schredder, das mache ich auch noch parallel. Ich habe Stapel Papiere, der war jetzt heiß gelaufen. Jetzt sagt er, ich bin wieder einsatzbereit. Seit Tagen. So, ich hole euch mal eben das Paket. Ich glaube, dieses ist es. Es ist das, ja.
auch wenn ich jetzt noch einen Katalog hier hätte, wäre das ein Träumchen. Mein Arbeitsplatz, den habe ich gestern aufgeräumt, der ist schon wieder voll, weil ich heute noch andere Sachen vorhabe. Und zwar geht es um das Set Fröhliche Weihnachtszeit. Das ist ein Produktpaket mit einer Hybridform, wieder so eine Hybrid-Stanz- und Prägeform, wobei ich das ausprobiert habe und bei dem Art in Bloom funktioniert es perfekt. Ich weiß nicht, ob mein Produktpaket einen Fehler hat. Ich werde das noch eruieren bis dahin, wir haben ja noch genug Zeit. Es funktioniert aber auf alle Fälle, wenn man erst stanzt und dann prägt, so wie beim Muschelreigen zum Beispiel auch. Also das funktioniert auf alle Fälle, nur mit dem Ergebnis beim gleichzeitig, auch mit diesem, dass die Stanzform in der Prägeform einrastet, also nicht verrutscht. Das funktioniert da irgendwie nicht so richtig. Aber vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Wir warten mal noch ein bisschen ab. Und zwar findet ihr das auf Seite 43. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil das darf ich nicht vorm 3. August. Aber ihr habt den Katalog zu Hause schon. Ihr findet das Produktpaket auf Seite 43. Und ich habe die Karten auch schon nachgebastelt. Ich habe sie auch teilweise literally ein bisschen abgewandelt. Die habe ich 1:1 nachgebastelt. Wir haben bei uns als Demonstratoren haben wir auch die Möglichkeit zu sehen, womit die Projekte im Katalog gebastelt werden. Wir haben dann eine Datei, wo wir durchgucken können, die Farben herausfinden, die Papiere. Wie es gemacht wurde, müssen wir uns dann selber erschließen. Deswegen ist hier auch nicht alles so 1:1. Und es ist auf Englisch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig bei den Farben, weil Seladon heißt Simply Succulents, glaube ich, auf Englisch. Und das hat beides so gar nichts miteinander zu tun, ne? Aber diese Karte werdet ihr da finden. Die habe ich ein bisschen abgewandelt mit dem Goldpapier aus der Celebration. Normalerweise ist da Kordel drüber gezogen. Aber ich fand das mit dem eigentlich viel simpler und schöner und glänzender. Dann haben wir dabei diese Karte. Da habe ich erst überlegt, die hatte ich erst fertig und dann habe ich gedacht, oh, da ist ja noch ein geprägter Hintergrund. Da ist nämlich diese Hybrid-Stanz- und Prägeform auch verarbeitet. Aber ich finde die Farbkombination toll, ne? Das ist die zweite Karte. Und dann habe ich noch einen, die ist tatsächlich ein bisschen sehr abgewandelt, weil ich das nicht so ganz verstanden hatte, wie die das gemeint haben. Ich habe mein Metallpapier nicht gefunden. Deswegen habe ich hier nochmal die Metallic-Folie in Champagner genommen, die ist, glaube ich, nicht mehr im Sortiment. Und ich habe es ein bisschen anders hintereinander gesetzt, ne? Also das ist die Karte und da finde ich die Farbkombination toll. Und im Original, wenn ihr das mal seht im Katalog, soll das mit Alkoholmarkern gemacht sein. Und für mich sah das aus wie Aquarelltechnik und die habe ich in Aquarelltechnik gemacht. Das sind nicht die Karten, die wir in dem Workshop to go basteln werden, aber mit diesem Set werden wir den Workshop to go machen. Ich habe auch schon einen Prototypen fertig, weil noch eine Verpackung mit dabei sein soll. Ihr wisst, wenn ich, oder wisst ihr nicht, aber wenn ich Kartenworkshop to go's mache, mache ich auch immer noch mal eine Verpackung für die Karten, damit ihr sie auch verschenken könnt. Diese Verpackung wird weihnachtlich werden, aber man muss damit nicht diese Weihnachtskarten verschenken, sondern bastelt einfach ein paar, die man übers Jahr verwenden kann, weil wenn ihr Weihnachtskarten zu Weihnachten verschenkt, damit der Beschenkte die verschicken kann, ist es ein bisschen spät. Packt Geburtstagskarten rein oder sowas, ne? Da bin ich noch am Entwickeln, der Prototyp steht. Die Karten stehen noch nicht. Ja, aber ich habe mich schon mal so ein bisschen in dieses Set reingearbeitet, um zu gucken, kann ich da was draus machen, funktioniert das? Ihr kennt das sicherlich auch, man hat sich in ein Set verliebt und dann bestellt man sich das und bekommt das und denkt so, und jetzt? Ne? Achso, den Workshop to go, dass ich euch die letzte Verpackung zeigen kann. Warte mal, wir hatten ja aber schon mal, den mit Mehrwert habe ich gar nicht mehr stehen. Doch, gar. Mal den ersten Kartenworkshop to go, den haben wir letztes Jahr zum Weltkartenbasteltag gemacht. Das war ja das erste Oktoberwochenende. Das war die Kartenverpackung. Da haben wir ja 3 Karten mit dem Stempelset Gruß mit Mehrwert gebastelt. Dann haben wir ja jetzt die Pfirsichzeit. Da ist auch eine Kartenverpackung mit dabei. Da habe ich gestern übrigens auch die Schnittdatei für die Box fertig gemacht. Da möchte ich nämlich auch ein bisschen
professioneller aufgestellt sein in Zukunft. Leute, ich bin so wirr im Kopf, mir geistern im Moment, ich kriege meinen Kopf nicht beruhigt. Ich war vorletzte Nacht 4 Stunden wach, weil ich meinen Kopf nicht ausgestellt habe. Ich bin dann nach 1,5 Stunden tatsächlich aufgestanden, bin an meinen Schreibtisch gegangen und habe Ideen aufgeschrieben, weil es sprudelte aus mir heraus. Das ist das Fluch und Segen zugleich, ne? Also es ist schön, wenn die Kreativität immer auch ein Eichhörnchen, wie süß. Das Eichhörnchen ist wieder da, krabbelt gerade unter einem Auto entlang. Bitte nicht, wenn Autos fahren über die Straße. Wenn die Kreativität fließt, ist das natürlich schön, weil dann hat man immer wieder was zu zeigen. Wenn sie aber so überfließt und in Zeiten, wo man eigentlich Workshop to go zu packen hätte und den Schlaf braucht und eh vorm Urlaub schon so kurz vor knapp steht, ist das nicht gut. Das ist im Moment bei mir, sprudelt es. Mein neues Baby sind ja Live-Videos, das werdet ihr gesehen haben. Ich weiß noch nicht, was ich mit Scrapbooking morgen mache. Wie gesagt, ich habe so viel noch zu tun diese Woche. Meine To-Do-Liste ist noch nicht mal ansatzweise abgehakt. Und wir haben übrigens Donnerstag schon, ne? Habt ihr eine Einblendung gesehen. Und da habe ich Sachen entdeckt, wo ich sage so, oh ja, will ich haben. Dann habe ich mich damit wieder beschäftigt. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wie ich so Vorlagen, Bastelvorlagen erstelle, Schnittvorlagen, Falzvorlagen, sowas in der Art. Das sind ja die Sachen, die dann immer noch parallel laufen, ne? So, jetzt habe ich erstmal hier Pflanzen gegossen. Das steht nämlich auch noch hier. Little Rüdi. Das ist übrigens, als ich das erste Mal schon, das sind jetzt nicht, wo ich Rüdiger getötet habe, die Setzlinge, obwohl die auch schön wurzeln, habe ich zu Hause gesehen. Ich kann mich später mit Rüdigers erschlagen. Ich habe die Monsterer, die ich eigentlich für zu Hause hatte, hier mit hergenommen. Ich habe Little Rüdi hier, den, wie gesagt, das ist von dem ersten Stecklingschneiden. Das ist schon ein bisschen länger her. Die Stecklinge mickerten ein bisschen vor sich hin und jetzt kriegen die gerade so einen Schub. Also ich kann demnächst mit Rüdigern handeln. Und dazu fällt mir ein, dass ich euch da nochmal drauf hinweise, die Pflanzecke. Ne, damit machen wir ja das nächste Stemtainment. Die Karten sind die aus dem Katalog, die ich schon gebastelt habe. Hier. Die ersten von euch haben auch schon sich die Produktreihe gesichert und sich damit mein Gratis-Papier-Add-on gesichert. Da bin ich schon dabei, die zu packen und auch versandfertig zu machen. Da kriege ich morgen noch Kartonagen. Morgen, glaube ich, kriege ich noch die Kartonagen, dass das auch sicher ohne Knicke bei euch ankommt. Wie gesagt, wenn ihr die Pflanzecke kauft und den Hostcode angebt, irgendwo hier oben ist der eingeblendet, im Online-Shop und ihr habt die Pflanzecke, während der Designerpapieraktion bitte alle 3 Produkte einzeln bestellen, das Produktpaket, das Designerpapier und Papiergitter, weil das Designerpapier in dem Produktreihenpaket nicht reduziert ist. Aber in der Aktion ist es reduziert. Deswegen bis zum 2. August habe ich es erstmal laufen. Ich denke, ich werde es nach dem Workshop to go nochmal weitersetzen. Also hier, das ist die Aktion, das Papier-Add-on dazu. Ihr habt quasi ihr bekommt dieses Sheet, wo ihr die Designerpapiere immer überblickt habt, die Produktsuite. Und die Farbkartone könnt ihr euch aufkleben, weil ihr bekommt nämlich von jedem Farbkarton, der hier abgebildet ist, das sind 6 Farben, bekommt ihr 2 Blätter von mir gratis, wenn ihr die Produktreihe kauft und den Hostcode angegeben habt. So, das haben wir damit auch nochmal euch in Erinnerung gerufen. Was habe ich denn hier noch liegen? Ach so, und dann bin ich gestern habe ich... Der August knallt bei uns im Team geburtstagsmäßig richtig rein. Das sind jetzt nicht alles nur die Geburtstagskarten, sondern ich habe gleichzeitig von dem Paar noch ein paar mehr gemacht für Verlosung oder sowas, weil es ist ein herzlichen Glückwunsch drauf. Das geht ja nicht nur zum Geburtstag, ne? Aber das wären die Geburtstagskarten hier, dieser Stapel der Breite. Also da haben wirklich viele im Team Geburtstag und ich habe gestern und heute tatsächlich Teamarbeit auf dem Zettel. Ich muss ein Team-Newsletter schreiben. Ich muss das Bonusprogramm auswerten. Ich habe ja auch noch meine beiden Elite-Silbermädels. Die sind nämlich dann auch in dem Bonusprogramm mit drin. Da habe ich auch noch was mit vor. Und dann arbeite ich schon vor, weil
Wir haben ja ab 3. August, ab der Celebration, auch wieder ein neues Einstiegsangebot. Jetzt habe ich diese, ich wollte mir eigentlich die Produktsets nochmal rausholen. Ihr findet im Celebration-Katalog, den auch in der Celebration-Broschüre, die ihr hoffentlich auch schon habt, auf Seite 18, 19, das Einstiegsangebot während der Celebration, also nur während der Celebration gilt das. Und zwar, das, was immer gilt, ist, ihr sucht euch Katalogware im Wert von bis zu, also nicht drüber, 175 Euro aus. Und zahlt dafür nur 129 Euro. Und während der Celebration könnt ihr euch noch eins von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Produktpaketen aussuchen. Und das teuerste sind die Weihnachtsgrüße. Ist das nicht sogar das Set, mit dem wir gerade arbeiten? Im Workshop to go? Nee, fröhliche Weihnachtszeit. Ist das eigentlich auch mit dabei? Nee, fröhliche Weihnachtszeit ist nicht dabei. Aber das teuerste ist Weihnachtsgrüße und das kostet 72,75. Und das könnt ihr euch gratis dazu auswählen. Das günstigste sind, glaube ich, die Pinguine mit 38,50. Ja. Also es sind 12 Sets, die ihr euch gratis dazu aussuchen könnt. Und ihr könnt dann quasi nochmal bis zu 72,75 sparen, zusätzlich zu der normalen Ersparnis. Wenn ihr schon vor der Celebration einsteigen möchtet, man weiß ja nie, welche Gründe es so gibt. Ich bin ja auch außerhalb der Celebration damals eingestiegen. Dann könnt ihr jetzt schon in euer Starterpaket, Celebration Prämien noch nicht, die könnt ihr euch nur bei einer Folgebestellung sichern, weil das Starterpaket läuft ja, was das angeht, immer außer Konkurrenz. Aber ihr könnt euch schon Artikel aus dem Herbst-Winter-Katalog aussuchen in euer Starterpaket. So. Die Stempelsterne, unser Bonusprogramm, muss ich auswerten. Dann bin ich dabei, Teambegrüßungspakete schon vorzubereiten. Und meine neuen Teammitglieder bekommen ja immer ein Mäppchen mit so ein paar interessanten Informationen drin. Da muss ich neue bestellen, habe ich gerade festgestellt, weil ich habe nur noch 4. Ich muss aber heute sowieso noch eine Bestellung aufgeben, da kann ich das gleich mit reinpacken. Dann bekommen sie ja immer einen Farbfächer mit dazu. Den habe ich nicht mehr im Verkauf, weil ich schaffe es nicht, die zu produzieren in der Masse. Aber wenn ihr ein Teammitglied bei mir werdet, bekommt ihr automatisch einen Farbfächer, den ihr euch dann mit so einer Anhängerstanze einfach fertig machen könnt. Und das kennt ihr, das Prinzip. Ne? Hier hinten sind dann die Farben aufgeklebt. Alle aktuellen Farben sind dabei. Und das, was ich sonst immer mit reingepackt habe, das habe ich nicht mehr. Das ist mittlerweile aufgebraucht. Aber ich habe mir ein schönes, anderes, kleines, nützliches Geschenk für neu einsteigende Demonstratoren überlegt. Und das gibt es in Starterpaket und natürlich noch eine Karte. Und ich hänge damit immer ganz gerne ein bisschen hinterher, weil, wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich mich hier langweile. Ne? Und da möchte ich einfach schon ein bisschen vorbereiten, weil wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, sollen diese Pakete möglichst schnell rausgehen und die Workshop to go ja dann auch rausgehen. Ne? Also da werde ich genug zu tun haben. Deswegen habe ich mir hier schon mal meine Farbkartone genommen, meinen großen Hebelschneider. Und dann geht das jetzt mal los. Und zwischendurch mache ich mir einen Film oder irgendwas an. Bloß nichts Kreatives, weil dann kriege ich wieder so viele Ideen. Ich habe so viele Ideen, so vielen kreativen Input, dass ich komme gar nicht mit dem Produzieren hinterher. Ne? Das soll ja dann auch noch irgendwie in einen Blogpost mindestens gepackt werden. Zum Blogschreiben komme ich ja schon gleich gar nicht mehr, aber dann über Videos oder Lives. Und wir wollen ja Herbst-Winter auch live machen. Da bin ich echt schon mal ganz gespannt, 12 Tage Herbst, wie das so wird. Live, dreimal in der Woche. Warte mal, ich habe doch schon den Starttermin fertig gemacht. Wir starten schon Ende August. Wo habe ich den Zettel? Von neulich Nacht. Wo habe ich den Zettel von neulich Nacht hingelegt? Ich hatte mein Notizbuch nämlich nicht mit zu Hause. Gott. Hier. Meine nächtlichen Ergüsse. Ah, Urlaub haben wir bis zum 22.08. Yay. Ich möchte starten 12 Tage Herbst. Warte mal, wie habe ich mir denn das jetzt gedacht? Am 2.09.
damit wir dann am 30.09. durch sind. Also wir starten am Donnerstag, den 2.09. Am 14.09. ist, nee, am 7.09. ist Stemtainment. Ich habe nämlich dann überlegt, machen wir es einfach. Ich wollte Ende September damit durch sein. Und ich wollte eigentlich nicht in Konflikt mit Stemtainment kommen, weil die Herbstserie läuft ja mal Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und Stemtainment läuft ja da am Dienstag. Ich wollte aber nicht zwei Lives an einem Tag machen, zumal sie sich zeitlich überschneiden. Deswegen wird der Stemtainment-Termin am 7.09., da wäre normalerweise 12 Tage Herbst. Deswegen fällt da 12 Tage Herbst aus. Ich glaube, das können wir alle verkraften, ne? Also es beginnt am Donnerstag, den 2.09. und endet am Donnerstag, den 30.09. und dann haben wir nämlich tatsächlich 12 Tage. Ich hatte ursprünglich überlegt, am Donnerstag, den 9.09. anzufangen und dann nur 10 Tage zu machen. Aber nee, wir machen 12 Tage. Das ist eine Challenge. 12. 12. 12 ist so eine magische Zahl. 12 ist auch eine biblische Zahl. 12 Jünger. 13 saßen beim Abendmahl. Genau, 12 Jünger. Am 2.10. habe ich zum Weltkartenbasteltag Teamfrühstück mit meinen Mädels. Ich habe auch irgendwie Teamfrühstück am 4.09. mit meinen Mädels. Da wollen wir noch einen Blog-Hop. Das muss ich dann nämlich auch noch mit in den Newsletter schreiben. Nee, den Blog-Hop nicht. Wir wollen es swappen. Ich sollte langsam anfangen. Also, da wisst ihr schon mal, ne, 12 Tage Herbst geht am 2.09. los und endet am 30.09. durch den kompletten September. Und irgendwann im Oktober starten wir dann, oder November, ich glaube, ich lasse es über den November laufen, die 12 Karten Weihnachten. Das Thema ist, ihr sollt ja natürlich auch noch bestellen und basteln können, wenn ihr da eine tolle Idee habt. Die 12 Karten Weihnachten, da kommt jedes Jahr, ich kann es quasi schon selber reinschreiben in die Kommentare, kommt jedes Mal der Kommentar, Zeitraffer und Musik, ne? Wäre schöner, wenn du moderierst. Die 12 Karten Weihnachten werden immer so laufen, mit Zeitraffer und Musik, weil das ist mein Einstieg in YouTube gewesen und das ist Tradition, dass diese Weihnachtskartenserie genau so läuft. Da gibt es keine Änderungen dran, diese Serie wird weiterhin so laufen, mit Musik und im Zeitraffer. Und wer das nicht sehen mag, es gibt so viel anderen Input auf meinem Kanal. Apropos, oh Gott, ich quatsch schon wieder hier. Oh, fast eine halbe Stunde. Ich mache mir jetzt irgendeinen Film an. Ich gucke mal, was Prime mir zu bieten hat. Und schneide mal die Farbfächer für mein Team. Und dann gucke ich im Laufe des... Ich habe heute auch noch ein Online-Meeting mit Stampin' Up. Wegen der Prämienreise. Keine Ahnung, was sie da klären wollen. Ich hoffe nicht, dass sie abschaffen wollen. Ich vermute mal, habe ich auch mit Irene drüber gesprochen, dass es keine Million-Dollar-Stempelsets mehr gibt. Weil das war nämlich in den Ankündigungen, was man halt so als Prämie bekommt, wenn man seinen Million-Dollar-Umsatz hat. Das stand da nämlich nicht mehr mit drin. Ich bin gespannt. Ich fände es sehr schade, wenn die Reise eingestampft wird. Aber das ist jetzt, wir wissen nicht, worum es geht. Vielleicht geht es auch darum, was wir uns vorstellen, was wir dort veranstalten möchten, weil wir haben ein oder zwei Veranstaltungen nach unserer Wahl, was wir uns aussuchen können, was wir gerne machen würden und deswegen gucken wir mal. Okay, ich packe das jetzt hier mal weg und dann habe ich hier genug Platz, um Farbfächer zu schneiden. Und dann muss ich heute noch bei Stampin' Up bestellen, damit ich dann auch die Mappen habe und ich glaube, ich brauche noch Pergamintüten. Neue. Ich habe jetzt nämlich endlich welche mit einem Schlitz oben, aber der Workshop To Go braucht einen Schlitz an der Seite, aber ich habe noch welche. Aber ich brauche dann für die nächsten Pakete noch was. Ich habe den Keller durchforstet. Oh, das sieht auch so schlimm aus, aber vielleicht im Winter, vielleicht im Dezember. Das nehme ich mir immer für den Dezember vor. Okay, ich mache die Kamera jetzt aus und schau mal, wann ich mich wieder melde. Ne? Ist im Moment ein bisschen schwierig mit Vloggen und Videos, weil ich so viel... Und wenn ihr wüsstet, wie es da aussieht, ich mag da gar nicht hingucken. Aber das will ich vielleicht heute auch nochmal anfangen, die ersten Materialpakete zumindest zu packen, damit ich dann die Workshop-Pakete schneller packen kann. Und dann muss ich mir nochmal einen Überblick verschaffen, wer alles schon bezahlt hat. Weitestgehend ist das alles sicher, aber ich will es nochmal durchgucken und dann... Ich könnte eine Nachtschicht einlegen. Mal gucken. Aber die letzte Nacht habe ich gut geschlafen. Kein Wirrenkopf.
So, Feierabend. Ich liege hier quasi in den letzten Zügen. Ich mache gerade noch die Begleitkärtchen für den Workshop to go fertig. Ich bin natürlich nicht mit allem, was ich mir vorgenommen habe, fertig geworden. Sätze kann ich trotzdem noch zu Ende sprechen. Aber ich habe ein bisschen das Packchaos beseitigt, obwohl die Kisten sind nicht weniger geworden. Aber ich habe sie mal durchgeguckt, auch weil ich ja heute noch mal eine Bestellung aufgegeben habe, was vielleicht doch noch fehlt. Das wird zwar nicht mehr pünktlich zum 31.07. dann mit rausgehen, aber wir sind ja eh mit ein paar Sachen im Verzug. Jetzt habe ich jedenfalls noch die ganzen Begleitkärtchen gebastelt. Die sehen vielleicht nicht, dass ihr euch wundert, ein bisschen unterschiedlich aus. Ich zeige es euch mal. Die sind auch noch nicht ganz fertig. Aber ich muss ja hier auch ein bisschen effektiv arbeiten. Und nur stempeln, das kann auch ganz schön Zeit kosten. Es kommt nämlich immer auf die Masse an. Ursprünglich habe ich damit angefangen, mit dieser Karte als Begleitkarte. Ist auch keine Klappkarte. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt scharf stellt. Ist auch keine Klappkarte, weil es nur so eine einfache Karte. Und dann habe ich gedacht, oh, das Format ist ganz schön groß. Kannst ja auch so ein bisschen kleiner machen. Und daraus ist dann das hier geworden. Immer noch aufwendig, besonders wenn dann noch so die Glitzis mit drauf kommen, obwohl ich nicht weiß, ob ich jetzt nicht vielleicht auch noch Glitzis mit drauf klebe. Die meisten Karten jedoch, die ich gemacht habe, sagen wir mal ein bisschen hier, die sind nämlich nicht quadratisch. Die meisten Karten, die ich gemacht habe, sehen so aus. Aber ich finde, das hat auch was. Ich glaube, der schält nicht scharf. Was auch immer da jetzt das Problem ist. Die Batterie in meiner Fernbedienung ist nämlich leer. Jedenfalls ist ein Stäbelchen, ne? Habe ich durchgeguckt, was habe ich alles, was brauche ich eventuell noch? Kann ich alle wirklich packen oder habe ich irgendwie einen Zählfehler drin? Ne? Kann ja immer mal passieren. Die ersten Materialpakete, also nur Papier, habe ich auch schon gepackt, bis ich dann festgestellt habe, auch die Tüten, die Pergamintüten, die ich hier habe, waren nicht mehr genug. Dazwischen lagen nämlich welche, die quer gestreift oder quer zu öffnen waren. Und da kriege ich das Designerpapier nicht rein. Das ist das Problem. Jetzt habe ich nochmal Papiertüten nachbestellt, dass ich dann spätestens Anfang der Woche fertig oder weiterpacken kann. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, naja, Problem auch nicht, wir können am Wochenende nicht packen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil Sven hat ohnehin, ich muss Haare waschen, dem will ich mal, also erstens zieht er ja um mit Jonny. Oh Gott, wir haben ja morgen auch noch Impftermin. Da ist ja noch Umzug am Samstag. Und dann will er ja auch noch ein bisschen putzi-putzi durch die Wohnung machen. Unsere Wohnung hat es bitter nötig. Aber es bleibt halt im Moment auch ein bisschen was liegen. Und das heißt, ich werde das Wochenende nutzen, um Videos zu drehen. Ich muss ja den Workshop to go das Video noch drehen. Ich habe das ein oder andere noch, Scrapbooking am Freitag wird morgen nicht kommen. Aber für das Sonntagsvideo, dass ich da quasi Samstag, Sonntag produzieren kann. Farbfächer habe ich auch geschnitten, bis ich dann festgestellt habe, und wie gut, dass ich noch eine Bestellung aufgebe, ich habe keinen Farbkarton in 12x12 mehr. Ich schneide das nämlich immer aus 12x12 in den Signalfarben. Die habe ich jetzt auch nochmal nachbestellt. Und gleich nochmal ein paar Mappen für meine Neueinsteiger, dass ich das vielleicht nächste Woche auch noch mit irgendwie unterkriege. Was ich nicht geschafft habe, ist die Teamarbeit. Das ist leider Gottes so, dass das Team oftmals hinten überfällt. Aber wir sehen uns ja auch am 31.07. zum Frühstück. Da kann man dann auch einiges nochmal besprechen. Aber das Bonusprogramm hätte ich ganz gerne diesen Monat noch weg. Ansonsten muss ich es nächsten Monat zusammenfassen. Aber da sind halt auch nochmal Kärtchen zu basteln. Ne? Es ist nicht so, dass ich hier nicht kreativ bin. Mein Müll läuft über. Ja, und dann hatten wir ein Meeting mit Stampin' Up. Irene und Joe waren auch dabei, weil wir ja nächstes Jahr, wir haben jetzt den Termin genannt bekommen, der steht für die Reise. Wir können bis zum 15.10. entscheiden, ob wir mitkommen oder nicht oder ob wir es noch ein Jahr schieben.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie sich die ganze Situation, ich mache gerade meine Stempel sauber, wie sich die Situation entwickelt. Wir haben auch die Frage gestellt, oder ich habe die Frage gestellt, wenn wir uns jetzt bis zum 15.10. für die Reise entscheiden und über den Winter kippt das ganze System wieder. Im Moment dürfen wir Europäer ja sowieso nicht nach Amerika, selbst wenn wir vollständig durchgeimpft sind. Und wir dürften, glaube ich, auch überhaupt nicht, die akzeptieren ja nur Moderna. Nee, Johnson & Johnson akzeptieren die ja, wenn überhaupt eingereist werden darf. Und wir haben ja Astra und ich glaube BioNTech wird der zweite Impfstoff, wenn wir morgen wissen, was wir kriegen. Wir haben auch kein Problem, uns vor der Reise nochmal neu impfen zu lassen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es ist natürlich so, wenn Amerika uns nicht reinlässt und wir haben uns für die Reise entschieden. Und dann heißt es nachher, naja, dann kriegt er sie jetzt ausgezahlt. Und wir hätten sie noch um ein Jahr schieben können, wäre das halt ärgerlich. Was für euch aber ganz interessant ist, worüber wir uns sehr freuen, da, wenn ich da von wir spreche, spreche ich da Irene und ich, weil wir uns darüber auch unterhalten hatten, als wir im Wendland waren, über das Wochenende, weil es natürlich von euch die Anfragen gibt zu unserem Stempelset, ob wir schon wissen, welches Stempelset oder in welche Richtung unsere Stempelsets gehen. Und in unseren Ankündigungen, bisher stand noch gar nicht drin, dass... Also die Boni, die wir kriegen, ne, das ist ist natürlich auch mit ein bisschen Boni und ein bisschen Geld und ein bisschen Shishi hier und ein bisschen Shishi da verbunden. Hat man ja auch ordentlich für gearbeitet. Und aber in diesen ganzen Ankündigungen stand nichts über das Stempelset drin. Und wir haben bisher auch noch nichts gehört und deswegen haben wir gedacht, so na, wer weiß, ob es das überhaupt noch gibt, weil wir fahren nächstes Jahr, es gibt ja die Einzelreisen nicht mehr, ne? Also wenn man die Million geschafft hat, ist man früher ja alleine gereist. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern es werden aus einem Geschäftsjahr alle zusammengefasst. Und es sind 19, sagte Jessica. 19, die für die Reise berechtigt sind mit Partnern. Das ist schon eine ganz schöne Masse. Und wenn Shelly und Sarah dann da nochmal für jeden auch da sein wollen, wird das auch schwierig, ne, das unter einen Hut zu kriegen. Deswegen hatten wir schon gedacht, bei 19 oder wir haben also auch 15 in dem Richtung hatten wir gerechnet. Und wenn dann wirklich für jeden ein Stempelset designt werden soll, ist das natürlich auch eine Menge, ne? Und wir kriegen im Laufe der Woche irgendwie kriegen wir schon mal die ersten Instruktionen, wie das abläuft. Das ist ja ganz spannend. Und das soll im Vorfeld alles schon geklärt werden, beziehungsweise nicht bei der Reise geklärt werden. Das ist spannend. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ganz viele von euch haben gesagt, unbesehen ist das gekauft. Ich habe mir meine Gedanken schon gemacht und ich bin auch gespannt, ob ich sowas hinkriege. Also ich designe das ja nicht selber, sondern ich mache das ja dann wahrscheinlich zusammen mit einem Grafiker. Aber die Idee wird ja von mir kommen, was ich gerne hätte. Und da bin ich echt gespannt, wie das so abläuft. Und wie ihr das so annehmen werdet, ne, wenn es dann irgendwann mal in 2 Jahren oder so kommt. Das dauert ja mal eine Zeit, bis das in den Katalog kommt. Der Katalog wird ja immer schon 1 Jahr vorher geplant. Deswegen hängen wir manchmal den Trends auch ein bisschen hinterher, ne, weil das natürlich alles seine Zeit braucht, um zu entwickeln. Okay, jetzt ist es 6:30. Das ist so das, was in dem Gespräch war, was ich sehr schön fand, dass Irene das angesprochen hat. Ich hätte mich wieder nicht getraut, das anzusprechen, weil ich dann immer denke, so von wegen ist das zu fordernd oder so, ne? Wenn, dann kommen sie ja schon auf uns zu, aber vielleicht ist man auch einfach in der Situation, wo man auch fordern könnte, ne? So muss man das ja auch mal sehen. Okay, Feierabend. Ich mache jetzt hier alles dicht und dann geht's nach Hause. Und dann mal gucken, was Sven sich so ausgedacht hat, was wir gucken. Wir haben gestern eine Dokumentation gesehen, das war aber aus irgendeiner Mediathek über... Das habe ich schon wieder vergessen. Über Miami, über die Everglades und so. Key West, da unten die Ecke. Und da gibt es noch eine Dokumentation, die auch in der gleichen Ecke spielt, weil nächstes Jahr startet ja die Kreuzfahrt von Miami aus. Und das wird ja schon spannend, ne? Da sind wir im März da und im Mai gleich nochmal in Amerika. Das wird ja erst recht spannend. Okay. Ich glaube, im Mai ist die Kreuzfahrt. Das wird ein spannendes Jahr. Und wenn dann das Leaders Summit im August auch noch live stattfindet,
Ich weiß nicht, ob ich da dann hinfahre. Ich finde das Leaders Summit ja online sowieso richtig gut. Und ich hoffe, dass sie dabei bleiben, weil dann muss nicht müssen die Demonstratoren, die Führungskräfte nicht durch die ganze Weltgeschichte tuckern, finde ich. Muss ja nicht sein, ne? Okay, so, Feierabend. Wir sehen uns sicherlich irgendwann nochmal die Woche. Wie gesagt, Scrapbooking am Freitag. Ihr seht, was bei mir los ist. Und ich würde ganz gerne diese Kisten hier weitestgehend loswerden. Und dazu muss ich ein bisschen ranklotzen. Und brauche ein bisschen Puffer. Und für Scrapbooking habe ich gerade nicht den Kopf so frei. Ich bin froh, wenn ich das Sonntagsvideo hinkriege. Ne? Nur, dass ihr nicht enttäuscht seid. Wie gesagt, ich habe es heute in der ersten Sequenz erzählt. Ich habe ganz viele spinnerte Ideen, was man machen kann. Und es wird sicherlich was geben. Und im Herbst werdet ihr irgendwann mal sagen, oh, die schon wieder, ne? Wenn ich ständig permanent präsent bin. Okay, wo habe ich eigentlich vorhin meine Schuhe abgestellt? Ich stehe nämlich schon wieder barfuß hier. Ich mache mich jetzt jedenfalls nach Hause und genieße den Feierabend. Es wird schon wieder so warm, aber es scheint schön die Sonne. Also, tschüss. So, ihr habt euch auch ausgeschwungen. Es ist Samstagnachmittag, 3 Uhr. Und für mich fällt jetzt hier der Hammer. Eigentlich war der Tag anders gedacht. Aber ich habe Impfreaktionen. Wir haben ja gestern unseren zweiten Pieks gekriegt. Und über Nacht hatte ich dann, das habe ich aber beim letzten Mal schon gehabt, das habe ich ja auch schon beim Wundstarrkrampf immer gehabt und dass mir der Arm so weh tat. Dann merkte ich aber heute Morgen, dass ich überhaupt nicht in die Pötte komme. Dann habe ich es erst drauf geschoben, weil wir gestern noch unsere Aufzeichnung von der Eröffnungsveranstaltung von Olympia uns angeguckt haben und dann irgendwann so gegen Mitternacht erst ins Bett sind und heute Morgen relativ früh aufgestanden sind, weil Sven ja Johnny heute beim Umzug hilft. Seinem Bruder, also mehr so der Lebensgefährtin seines Bruders, die zu ihm zieht und die restlichen Sachen aus der Wohnung zieht. Ich räume hier gerade auf, weil ich gerade Sonntagsvideo gedreht habe. Man sieht hier auch noch meine Kamera oben. Und ich merkte dann aber schon beim Frühstück, das wird heute kein guter Tag. Dann habe ich mir zwei Paracetamol eingepfiffen, weil ich wusste, dass der DHL-Bote heute noch kommt mit den Papiertüten, die nicht passen. Ein bisschen zu schmal sind. Ich kann es trotzdem verschicken, verwenden, ist überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich aufsteigende Hitze hier, die ich jetzt auch wieder hatte, aber ich habe zwischendurch auch Schüttelfrost gehabt. Ich habe mich vor eine Stunde unten hingelegt auf dem Fußboden, da habe ich gefroren wie Espenlaub und gezittert. Dann habe ich mir eine Paracetamol eingeschmissen. Jetzt habe ich wieder aufsteigende Hitze. Jetzt habe ich das Sonntagsvideo noch abgedreht. Eigentlich, ich habe heute auch noch eine Karte entworfen. Meine Teampost ist fertig, bis auf zwei Sachen. Und kein Newsletter. Ich habe es noch nicht geschafft. Muss ich sehen, was ich morgen schaffe. Eigentlich wollte ich die Geburtstagspost noch abdrehen. Ich wollte die zwei Videos von den Karten, die ich, also eine hatte ich schon fertig. Eine zweite habe ich heute noch entwickelt. Die beiden Videos wollte ich heute eigentlich auch abdrehen. Und vielleicht noch weiter Materialpakete packen, aber bei mir geht heute gar nichts. Es geht nichts mehr. Ich packe jetzt mein Zeug zusammen, werde nach Hause wanken, hoffen, dass mein Mann damit einverstanden ist, wenn wir sowohl heute als auch morgen Essen to go haben. Ich kriege keinen klaren Gedanken hin, was wir essen könnten. Und dann muss ich sehen, wie ich morgen über den Tag komme. Ich hoffe, dass ich das Kreativvideo, das ist hier, ne? Noch eine Karte, eine besondere Karte, die nächste Woche auch das Haus verlässt, die für jemanden Besonderen ist, der noch gar nicht weiß, dass sie für ihn ist. Für sie, für ihn, ist ja auch egal. Das muss ich morgen schneiden und ich werde nur meinen Rechner mit nach Hause nehmen und hier das einfach so aussehen lassen, wie es aussieht. Und morgen hoffen, dass ich dann, oder auf morgen hoffen, dass ich da ein bisschen fitter bin und zu Hause dann das Video morgen schneiden kann. Vielleicht auch noch so Versandlabel schon drucken kann, die restlichen Rechnungen schreiben kann, aufbuchen kann. Das wird dann so mein Tag morgen. Hoffe ich, fingers crossed, wenn es mir wieder besser geht. Ja, war klar, dass wir jetzt darauf auch reagieren. Wir haben ja schon ein bisschen auf Astra reagiert, das hielt sich aber in Grenzen. Und uns war ja klar, dass, also
ich habe da mit meinen Mädels gesprochen, die und auch die Publikationen verfolgt. Bei Astra reagiert man bei der ersten Impfung und BioNTech, da hat man sehr häufig eine Impfreaktion bei der zweiten Impfung. Wir haben nun das Pech gehabt, dass wir beide, also Astra als Erste gekriegt haben, da Nebenwirkungen hatten und jetzt durch dieses Kreuzimpfen BioNTech haben. Und da dann auch gleich nochmal die Impfreaktion, was aber vollkommen okay ist. Ich habe lieber jetzt eine Impfreaktion als ein Post-Covid-Fatigue-Syndrom, ganz ehrlich. Und ja, ist jetzt vom Timing her ein bisschen doof, aber wir sind auch froh, dass wir jetzt durchgeimpft sind, ne? Dass wir das Thema abhaken können. Nächste Woche sollen ja dann auch wieder diese digitalen Impfausweise ausgestellt werden. Das heißt, da werde ich dann mal Augen und Ohren offen halten, dass wir das hinkriegen. Und jetzt packe ich hier zusammen und ich denke, ich werde mich schon mal verabschieden. Falls noch was kommt, schneide ich das hinterher, aber ansonsten habe ich mich dann hier schon verabschiedet und kann morgen ungeschminkt durch die Gegend rennen. Ich weiß, das könnte ich so auch, aber ich bin, ich kriege gerade im Moment keinen klaren Gedanken übereinander und ich merke, dass ich ins Bett muss und deswegen packe ich jetzt mein Köfferchen, meine Karre und sehe zu, dass ich nach Hause komme ins Bett und dann sieht es nächste Woche hoffentlich schon wieder ganz anders aus und dann schiebe ich dann halt Montag, Dienstag Sonderschichten, dass der Workshop to go dann wirklich rauskommt. Und die Videos, da habe ich dann noch tatsächlich ein bisschen Puffer. Das muss ich nicht Montag, Dienstag gleich drehen. Es wäre jetzt ganz schön gewesen, aber da habe ich noch ein bisschen Puffer. Ne? Also, ihr bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns irgendwann auf diesem Kanal, wenn ich hier mit meiner Arbeit fertig bin und wieder ein bisschen Kopf frei habe für kreativen Input, Output, wie auch immer. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.